Und wenn die da jetzt alle auf mich zugelaufen kommen, schieße ich tatsächlich erstmal. Ja, alles klar. Dann mach das. Ja, treffe ich. Ich muss gerade schauen. Einzelne, die Horde selber weicht ja nicht aus. Also durch die Hordenregeln, da weichen vielleicht Einzelne aus, aber du triffst auf alle Fälle durch die Größe der Horde eben auf alle Fälle da jemanden. Und ja, dann kannst du Schaden machen. Das ist, was für eine Waffe? Volta wieder, ne? Voltpistole. Voltpistole. Ihr macht denselben Schaden. Macht denselben Schaden, genau, 2d10. Ist auch explosiv? Nee. Ich habe ja diese Spezialmunition eingelegt. Ach, richtig, genau. Da hatte ich die Regeln vorhin vorgelesen. So. Die ignoriert irgendwie die Panzerung, ne? Ja. Genau, richtig. Die Panzerung wurde ignoriert. Richtig, richtig. Einmal 2d10 und dann habe ich eine Auswahl das zweite Mal wegen reißend und dann nehme ich den höheren. Oh, der zweite sieht deutlich besser aus. 23. Dann hast du erst einmal auf alle Fälle einen getötet. Und dann ist die Frage, wie das aussieht mit... Also gegen Horde macht es einen zusätzlichen Treffer. Ein zusätzlicher Treffer. Und bei Einzelzielen ist halt die Besonderheit, dass die Rüstung ignoriert wird und 9 und 10 ist schon so ein Zorn. Aber wir haben schon Zorn, ja dann. Aber dann habe ich ja schon 2 Zorn gewürfelt gerade. Ja, dann hast du 2 Zorns mit deinen beiden 9. Dann hast du erstmal 2. Ich nehme euch mal die Thermaganten weg. 2 schon mal. Das heißt, ich muss jetzt nochmal bestätigen, ob ich... Das musst du als Astartes eigentlich nicht, weil wir haben so eine Astartes-Ausbildung gegen Xenos, da müssen wir nicht extra bestätigen. Richtig, Jo, was war da? Richtig, die werden automatisch bestätigt. Dann explodieren genau. Die. Dann mache ich nochmal 2. Das war der erste, dann kann ich hier nochmal den reißend, gucke ich mal. Ja, der erste war nur 16. Das wäre ja schon wieder eine 10 gewesen. Ja, ich glaube, die explodieren noch weiter, ne? Eieieiei. Da müsste man eben auch nicht mehr bestätigen, aber es explodiert weiter. Ja, dann aber jetzt haben wir nur noch einer. So, dann habe ich insgesamt 4, 16, genau. 20. Ich habe dir die schon weggenommen. 43, 46, 51 Schaden. Ich habe dir die schon weggenommen, 4 Stück. Okay. Ja, genau, ich hab eben schon einzeln alle weggenommen. Du schießt mit deiner Höllenfeuermunition und zersplitzt die ersten 2, die dir entgegenkommen. Bam, bam, hast du geschossen und die Kreaturen, die dahinter so dicht stehen, werden ebenso von der Säure aufgefressen und ihre Gesichter lösen sich auf, bis sie dann auf den schwarzen Schlamm schlagen. Für den Imperator! Dann ist Trooper Worgen dran, Kalia. Ja. Du kannst von deiner Position aus auf alle Fälle die Hormaganten erkennen. Da sind noch eine ganze Menge, die jetzt gerade aus dem Tor rausgeschwappt sind. Auf der 8 agiert eben auch mein Tyrannidenkrieger. Du kannst eine gewaltige Kreatur erkennen, die jetzt auf das Dach springt und auf alle Fälle nicht nur dich überragt, sondern vor allem auch die Space Marines um ein Vielfaches. Okay. 4,5 Meter in die hoch, die Viecher. Ekelhaft. Sensen aus der Hölle. Ja, ich denke, das ist ein großes Ziel, darauf wird geschossen. Tyrannidenkrieger, dass es so groß ist? Tyrannidenkrieger stellen die Verkörperung des Todes dar. Es sind biologische Mordmaschinen, deren Größe, Stärke und Widerstandsfähigkeit übermenschlich ist. Gut, dann schieß bitte einmal. Gibt es eine Erleichterung dafür, dass es so groß ist? Ich muss gerade mal schauen. Wenn der den Zusatz hat, groß, dann ja, dann kriegst du ein plus 10er. Eigenschaft, angsterregend, 3. Musst du nicht erstmal irgendwie... Ja, oh, ja, das wäre schön zu wissen. Genau, angsterregend, 3, entsetzlich. Dunkelsicht, Größe, riesig ist es auf alle Fälle. Es hat mehrere Arme, es hat eine natürliche Rüstung. Synapsenkreatur, das ist natürlich auch nochmal wichtig. Genau, angsterregend, 3. Das bedeutet, du würfelst jetzt einen Widerstandswurf, ne? Ne, Willenskraft. 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 Mhm. Nee. Schicksalspunkt, Fragezeichen. Schauen wir mal, was die Soldaten machen. Die Soldaten. Oh Gott, ich habe nur 100 gewürfelt. Ja. Ja, Schicksalspunkt ist, glaube ich, eine gute Sache. Ich würfel nochmal. Möchte jemand einen Schicksalspunkt für die 100 ausgeben? Sonst fliegt der Kommissar auch. Also ich würde es ja echt gerne sehen, wie der Kommissar flieht. Ich weiß nicht, habt ihr einen? Wollt ihr einen? Also, sonst, ich habe nur einen. Sonst liegt die 100. Und den habe ich eben eingesetzt.
Ich stelle mal meinen Sicherheitshalber zur Verfügung. Alles klar. Schicksalspunkt für den Kommissar. 20. Ihr seht wohl, wie der ein oder andere Soldat aufspringen möchte. Ihr seht, wie der Kommissar seine rauchende Boltpistole noch erst grob in seine Richtung hält. Als er sich dann langsam wieder abkniet und mit seinem Lasergewehr feuert, wird die Boltpistole auch in Richtung des Tyrannienkriegers gehalten und abgedrückt. Bang, bang. So, war das jetzt eine freie Aktion, dieses Widerstehen wahrscheinlich, ne? Das war eine freie Aktion, ja, aber du kannst jetzt, glaube ich, nicht handeln, oder? Das kommt drauf an. Also wenn er seine Probe geschafft hat, dann kann er normal handeln. Aber bei Angsterregen kriegt er, glaube ich, einen minus 30er Malus oder sowas auf Willenskraft. Genau, das und mit der 85 hat es ja eh nicht geschafft. Nee, aber ich habe ja nochmal neu gewürfelt. Ah, die richtig. Ja, 21. Ja. Aber wenn das ein Malus von 30 drauf kommt, dann sieht es schon etwas anders aus. Dann gelingt mir das knapp nicht. Ja, aber dann musst du auch nicht fliehen, dann bleibst du erstmal sitzen und zielst weiter. Mhm. Gut. Da gibt es so eine total lustige Tabelle, was die dann machen, wenn man Angst hat. Schocktabelle? Kann das sein, dass das die Schocktabelle ist? Ja, genau. Gib mir mal ein W100, bitte. Jo, kommt sofort. Da ist er unterwegs. 25. Furcht packt den Charakter und er beginnt zu zittern und zu beben. Er hat für den Rest der Begegnung minus 10 auf alle Würfe, wenn er sich nicht zusammenreißen kann. Gut, minus 10 auf alles. Nehmen wir. Ja. Da hast du ja nochmal Glück gehabt. Ja. Aber dann kannst du tatsächlich auch weiter schießen. Ja. Mit einer minus 10. Ja, dafür ziele ich ja. Ja, das Ding ist auch riesig. Trifft. 7 getroffen. Schaden. Ich würfel auch nicht ausweichen, weil er ist ein Tyrannienkrieger, er weicht nicht aus. Okay, das ist ein bisschen lächerlich, aber okay, nehmen wir. Ist das der Schaden? Ja. Ja, hast du einen Durchschlag? Ja, von 7. Okay, er hat eine Rüstung 8. Du zielst auf seinen Kopf, du hast genau gezielt. Fast zwischen die Augen. Und der Schuss prallt ab. Der Laser verglüht auf der Stirn. Und seine schwarzen Augen blicken dich hasserfüllt an. Okay, das war die 8. Er hatte sich einmal bewegt. Ich lasse das mal als Vorstellung, als Aktion. Er brüllt einmal, schreckenerregend, aber auch der Kommissar und die anderen halten Stand. Die hatten ja schon gewürfelt. Und dann sind die 7, die restlichen Thermagun und Hormagun sind dran. Die ergießen sich aus diesem Portal und auch diese hier ergießen sich aus dem Portal. Und ich habe genug Reichweite. Ja, weißt du was? Ich mach das. Die Horde ergießt sich über die beiden Space Marines und verteilt sich hier ganz großzügig in den Nah- und Fernkampf. Die Thermaganten bleiben ein bisschen auf Abstand. Die Hormaganten fangen an zu schneiden. Jeder bekommt, der Space Wolf bekommt 3 Hormaganten, der Ultramarine bekommt 2 Hormaganten. Und dann werdet ihr nächste Runde, ja, Spaß haben. Die Soldaten sind auch eine Horde. Die Soldaten, ich muss gerade mal schauen, ich glaube, die hatten eine Horde von 16. Die können dann auch schießen. Als imperialer Soldat. 2 Treffer. Das ist schon mal gut. Die machen mit ihren Lasergewehren 1W10 plus 3 Energieschaden. Genau. 1W10 plus 3 sind 10. Das ist sogar ganz gut. Das sind halt Lasergewehre, die sind nicht so genau. Die sind schon oft hingefallen. Gut, dann sind wir fertig und die nächste Kampfrunde, Octavius. Octavius, wenn du jetzt in den Nahkampf kriegst, kriegst du davon hier plus 10. Ja, das Problem ist, wenn wir schon im Nahkampf sind, müsste ich eine Aktion ausgeben, um da wieder rauszukommen. Also muss ich im Nahkampf weitermachen. Okay, ich wollte das nur erwähnen, weil ich habe nämlich Zweierteam. Ah, ja, okay, super. Dann nehme ich mal mein Kettenschwert und hau auf den südlichen Hormaganten drauf. Ja. Ihr könnt mal ein Knacken im Helm hören. Elisabeth wird einmal rufen, Granaten! Also ich habe 42 Kampf geschickt, 43 gewürfelt, aber wenn ich 10 von meinem Bruder bekomme, dann hat es gerade so gereicht. Dann hat gerade so gereicht. 18, dann ist er auf alle Fälle tot. Dann und hast du nur noch einen Angriff, ne? Ja, also der ist hier weg. Der hat ja noch 9 Lebenspunkte. Okay, das war's schon. Ich habe nur eine Nahkampfattacke.
Okay, dann nach der 13 kommt die 10. Toller. Ja, ich habe meine drei Angriffe. Vielleicht, Bruder, kannst du mir einen wegmachen. Dann kann ich in der nächsten Runde wieder ballern. Ja, ich würde dann tatsächlich erstmal hier um mich herum säubern, soweit ich komme jedenfalls. Werden wir jetzt mal sehen, was meine Würfel erzählen. Ich werde dir zeigen, wie das geht, Bruder. Mach das. Oh, eine 100. Ich glaube, tatsächlich mal... Ey, nicht nach mir schlagen. Ich glaube, wenn wir mit kritischen Fatzer würfeln, würfel ich neu. Ja, das ist dann zweiter Schicksalspunkt, ne? Mhm. Sehr gut. Dann sind die auch schon mal weg. Mhm. So, das wäre reicht aber trotzdem nicht. Ja. Das ist der erste. Genau, dann kommt die Axt. Ja, das reicht nicht. Dann hast du noch einen letzten, ne? Mhm. Aber der trifft. Der trifft, alles klar. Dann Schaden. Das wird höchstwahrscheinlich reichen. So schön. 19 Schaden. Okay. Ja, reicht schon. Habe ich auch schon abgestrichen, ist tot. Gut, dann bist du fertig und Worgen ist dran. Mit einer minus 10 auf alles. Ja. Das wollen wir ja nicht vergessen, nicht wahr? Ich sehe ja, dass die Astartes ein bisschen in Bedrängnis sind da hinten, oder? Also sie haben zumindest noch keine neuen Reinheitssiegeln verloren. Noch nicht. Ja, komm, es wird auf den Dicken geschossen. Man will ja ein bisschen zeigen, dass man nicht irgendwer ist. Es wird so richtig peinlich, wenn die den Dicken ohne uns fertig machen. Dann würde ich mich fertig lachen hier. Ja, keine Sorge. Ich bin auf der 8 dran. Ich gleichzeitig mit Worgen ziehe ich schon mal vor. Und währenddessen springt ein weiterer Tyrannidenkrieger über die Mauer. Ach, sehr gut. Ich liebe diesen Meister. Dementsprechend müsst ihr auch keine Sorgen haben. Es ist genug Tyrannidenkrieger für alle da. Gut, also endlich unsere gerade. Ich ziele wieder eine Aktion und schieße. Das Angst erfüllt. Es ist zwar schon ziemlich angsterfüllend, wenn da zwei Krieger vor einem stehen, aber ich verzichte trotzdem mal auf den Wurf. Und dann kannst du deinen Schuss machen. 59 mit groß und der Entfernung sollte das gelungen sein. Ja, denke ich auch. Schaden? Bitte Gott, Imperator. Ja, er hat immer noch eine Rüstung von 8 und da ist nichts passiert. Falsche Waffe. Dann bin ich dran und zwar der Tyrannidenkrieger hat jetzt den zweiten Schuss von dir abbekommen. Er macht, ich muss gerade mal schauen, wie schnell die sind. Bewegung 12, 18, 36. Da muss er tatsächlich alle Bewegungen aufbrauchen und steht dann nächste Runde zwischen euch. Der andere ist, wie gesagt, hier einmal über die Wand rüber gesprungen und lässt jetzt seinen markerfüllenden Schrei durch euch. Es sind nicht mehr so viele Thermaganten da, aber die, die da sind, ich werde jetzt dreimal schnetzeln auf... Ne, zweimal. Ich fange an mit dem im Norden auf den Ultramarine. 8 ist getroffen. Du darfst ausweichen, wenn du möchtest. Nö. 1W10 plus 5 reißend. 11DS3. Kein Schaden. Kein Schaden? Kein Schaden. Schade. Zumindest hast du einen Katze auf dem Keramid. Dann kommen, ich mache 2W10 für den Angriff auf den Space Wolf. Beide getroffen. Okay, dann mache ich Parade, weil ich habe nämlich Gegenangriff. Ja. Wenn ich die nämlich schaffe, kann ich mir jeden, kann ich nämlich einen davon wenigstens nochmal eine Pferd zurückgeben. Okay, nein. Alles klar, das ist der erste. Dann nehmen wir aber nur die 10 plus 5 sind 15 DS3. Kein Schaden. Oder? Guck ich gerade. Widerstand ist 8 plus 18, 16. Nein, kein Schaden. Und auch da sind es 15. Wie komme ich denn überhaupt durch bei euch? Mit einem Krieger. Okay. Das waren die... Hormaganten, jetzt sind die Thermaganten dran. 1, 2, 3, 4 Stück habe ich und die schießen jetzt alle auf den Space Wolf. Das sind 4 W100. 2 treffen. Ich kann ja nicht mehr ausweichen, ich habe ja nur eine Aktion. Richtig, ich muss gerade mal schauen, was die an Schaden machen. Ich glaube, die machen 1W10 plus 3, wenn ich mich nicht täusche. Die Biozidkanonen, die Bohrkäfer schleudern, die 1W10 plus 5. Auch wieder reißend. Ja, das heißt, brauchen wir gar nicht gucken, weil ich habe ja 16. Ja, ist richtig. Gut. Werde ich mir merken.
aber sie sind nicht dumm und sie haben ihre Krieger bei der Seite. Das heißt, sie werden gleich den Angriff abbrechen, wenn sie noch überleben. Ich bin mit meinen Kampfrunden durch. Octavius. Dieser Kerl, der so rechts über mir steht, ist der so nah, dass der mit mir im Nahkampf ist? Ja. Verdammt. Ja, dann wieder Nahkampf auf den. Ach nee, Bruder, du schaffst die alleine, ne? Natürlich, natürlich. Okay, also ich laufe jetzt nach links unten, so ein bisschen. Bekommst du da irgendwie einen Passierschlag oder sowas? Ja, bekomme ich. Gut. Deswegen habe ich am Anfang so blöd gefragt, aber den nehme ich einfach hin. Ja, ich mache einfach gerade mal ein W100. 15 hat getroffen, sind wieder ein W10 plus 5 reißend. Dann hat er 8 plus 5. Jetzt mache ich hier aber wirklich eine Ordensinsignie kaputt. Ich habe 18 Rüstung insgesamt. Ja, aber es ist trotzdem wieder ein Reinheitssiegel, was abfällt. Boah, das ist übel. Aber das muss ich leider in Kauf nehmen. Ja, jeder Treffer ist schmerzhaft bezahlt. Ja, also ich laufe so ein paar Meter nach unten und möchte dann einen Einzelschuss auf den Tyranidenkrieger ab. Den südlichen oder den südlichen. Oben auf dem Dach, okay. Weil der wird sonst ganz viele Soldaten schnetzeln. Ja, das hoffe ich. Nee, das will ich ja verhindern. Das ist getroffen, 16. Oh, schön. Dann mach mal Schaden. Den darf ich mir jetzt tatsächlich auch mal notieren, im Gegensatz zu den Hormagern, die ja eh immer nur umfallen. Also, ich habe jetzt mal 3W10 gewürfelt, weil das ist ja reißend. Dann kann ich mir die beiden besten aussuchen. Dann nehmen wir die 2 raus, dann hast du 21. Genau. 21 Schadenspunkte, richtig? Ja, Moment, noch DS5. So, warte, ich habe eine Rüstung von 8. DS5 sind noch 3, die übrig bleiben. Du hast 21 Schaden verursacht. Und einen Rüstungsschutz von 3 sind 18, die da durchkommen. Genau. 18 Schadenspunkte. Alles klar. Das tut weh. Neue Lebenspunkte notiert. Er ist nicht tot. Du sprengst ihm einen seiner mehreren Arme ab. Dann bist du fertig. Thordal? Ja, ich habe ja hier momentan noch so einen Haufen Haustiere um mich herum. Ich denke mal, ich werde erstmal da mich weiter durchschmitzen, bevor die auf die Idee kommen, die Soldaten anzugreifen. Okay, dann fange ich mit dem Kettenschwert als erstes an. Drift. Dann. Ja, weißt du was, wenn du triffst, dann mach ich den automatisch auch tot. Das müssen wir nicht auswürfeln. Ja. Dann hast du das erste Mal getroffen, habe ich auf. Erstmal getroffen, das zweite Mal, die Axt geht daneben. Also die 97. Axt, ist das ein Patzer? Nee, ne? Ja, nein. Doch, eigentlich schon. Nein, nur bei Waffen. Da kommt noch nicht. Warum nicht? Nee, also ich. Soweit ich weiß, wo fängt der Nahkampfpatzer an? Also ich meine, der Nahkampfpatzer fängt bei 96 bis 100. Wäre ich jetzt auch da meine 96, okay. Aber kann mich hier nicht so täuschen. Diese Spezialwaffen wie Plasma oder so irgendwas bei 91 und vollautomatisch bei 91. So, Ladehemmung sehe ich hier bei 96 bis 100. Das ist eine Ladehemmung. Die kenne ich auch. Dann hast du nicht getroffen mit der 97, genau. Und du hast noch einen weiteren Angriff. Genau. Das wäre ein Treffer. Dann verzichten wir auch da wieder auf den Schaden. Zustand tot ändern zu Objekt. Dann hast du noch einen Hormaganten und 4 Thermaganten. Damit bist du fertig und Worgen ist dran. Mhm. Jetzt machen wir, der ist ja nah dran. Short Range. Damit kriege ich eine Erleichterung von 10. Ich gehe auf den Semi-Auto-Burst. Das sind 3 Schüsse auf den Typen. Wenn ich treffe. Mach ihn alle. Da versuche ich aber auch mal auszuweichen. 2x13. Zweimal? Das waren jetzt wie viele Schüsse? 3 Stück? Ja. Ja, okay. Dem ersten weicht er auf alle Fälle aus. 13, 13... Ja, und zwei. Einen Durchschlag von 7. Genau, so. Das heißt, wir ziehen bei Rüstung 8, Durchschlag 7, ziehen wir einen Schaden ab. Das sind dann 12 und 12. Mhm. Das sieht doch gut aus. Dann springst du ihm 2 weitere Arme ab. Ich fange mal an mit dem Säurespucken. Und zwar spucke ich jetzt Worgensäure ins Gesicht. Das ist ein Fernkampfangriff.
Und zwar auf ein Ziel, was nah ist, aber mit der 92 habe ich das trotzdem nicht geschafft. Und dann fange ich an, mit einer Klaue nach Elisabeth und einer Klaue nach Worgen zu schlagen. Dann mache ich. Sind doch aber noch zwei Stinkesoldaten. Ja, ich weiß, die mache ich gleich. 156, da muss ich mal bei der 56 gucken. Nee, um einen Punkt nicht geschafft. 55 bräuchte er. Der Gott den Verräter beschützt. Ja, tatsächlich. Du siehst, wie die Klauen auf dich zurasen. Du drehst dich, weil du sowieso liegst, mit deinem Lasergewehr im Anschlag einmal auf dem Bauch rum, musst dich noch ein bisschen zusammenreißen, sonst wärst du fast von dem Landschlepper runtergekracht und kannst eben spüren, wie unter dir das Metall gerissen ist. Also er durchschneidet das Metall des Landschleppers. Ich glaube, wenn ich jetzt was sage, dann ist mir jemand richtig böse. Gut, das war der andere Tyrannidenkrieger. Wenn du nämlich auf dem Boden liegst, kriegt der andere einen plus 10er Bonus auf Nahkampf. Wird ja, komm, hier in den Kampf gehen. Und er befehligt die Hormaganten, weil er gesehen hat, dass das nichts bringt. Und schickt den Hormaganten dahin. Und die Thermaganten werden auf die Stinkesoldaten schießen. Dann, ich fange mal mit den Thermaganten an. Die würfeln einen Fernkampf. 16, gelungen. Dann machen die 1W10 plus 5 an den Soldaten Schaden. Das ist nicht gut. Dann sterben auf alle Fälle zwei Stück. Und 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Ich glaube, das war's. Die Soldaten dürfen noch schießen. Die Soldaten dürfen noch schießen. 2 getroffen. Was haben die Lasergewehre? 1W10 plus 3. 5, passiert nichts. Sie treffen, aber es bleibt an den Rüstungsteilen der Thermaganten hängen. Nächste Kampfrunde, Octavius. Okay, was hast du mir denn da geschickt, Schönes? Ein Hormagant, Nahkämpfe. Genau, Yippie. Damit du im Nahkampf bist. Ja, sehr lecker. Also ich bin ja eigentlich dafür, diesen Tyrannidenkrieger da unten wegzumachen. Ich ignoriere den Hormaganten. Ja, bekommst also wieder einen weiteren Schlag. 17 getroffen für 1W10 plus 5. Passiert nichts. Ja. Auch wenn's also ich gehe halt wirklich nur so 2-3 Meter, dass ich aus dem Nahkampf-Ding raus bin und schieße dann unten auf den Krieger. Ja, was hast du? Bolt? Jo. Mit Höllenfeuer geladen. Aber mit der 75 wird das, glaube ich, nichts, oder? Nee, wie weit ist denn der entfernt? 15 Meter? Stimmt das? Ja, 15 Meter. Na gut, dann kriege ich plus 10. Plus 10 kriege ich auch noch wegen meinem, weil ich Taktiker bin. Dann habe ich um 2 Punkte nicht geschafft. Nee. Ach nee, halt, der ist riesig. Der ist riesig, ja. Dann habe ich getroffen. Gut, dann würfen wir deinen Schaden. Finde ich nicht gut, also dass er jetzt gerade so jetzt mit Höllenfeuer? Höllenfeuer, ja. Da hast du eine Theoretiker gezogen und dann... Also das sind halt wieder nur die beiden Besten, das heißt 13 Schaden plus 5 und dann noch DS5, aber das ist ja egal, wenn die Rüstung ignoriert wird. Wir ziehen die 2 raus, ja, dann machst du 18 Schaden und dann noch 18 Lebenspunkte. Er fällt also vom Landschlepper und verspritzt sein säureartiges Blut auf die Soldaten, die natürlich dann selber versuchen wegzuspringen, um nicht von der Säure getroffen zu werden. Aber das hat gereicht, der ist hin? Ja, 18 Boah. Von 18. Sauer. Hat genau Danke Gott, Imperator. Okay, dann nach Octavius ist Thorall. Nee, ich habe gerade geguckt, was die Mindestreichweite für das Sprungmodul ist, aber ich finde nichts. Aber da ich meinen Sturmangriff damit fliegen kann. Sturmangriff ist Mindestreichweite 4 Meter. Genau, das reicht gerade so da oben. Dementsprechend kann ich das Sprungmodul tatsächlich für den Moment aktivieren. Aber dann gehe ich natürlich ran. Weil das nette Tierchen hat ja definitiv nach mir geschrien. Und würde es dann angreifen. Ja. Dann werde ich aber tatsächlich auch zurück angreifen. Das. Im Nahkampf zählt das, glaube ich, nicht die Größe, ne? Die war nur beim Fernangriff. Das glaube ich auch, ja. Ja, im Nahkampf zählt das nicht. So, dann möchte ich ganz gerne parieren oder Gegenangriff machen. 32. Ja, wenn du pariert hast, hast du pariert. Das ist egal, wie viel Erfolge der Angreifer hat. Und dann kannst du mich jetzt halt angreifen danach. Gut, dann greife ich dann dich jetzt an. Dann habe ich halt die Möglichkeit wieder parieren. 68 nicht geschafft.
Aber dann würde ich ja nicht parieren. Dann würde ich es einfach. Ja, genau. Dann kannst du noch einmal angreifen. Du hast ja noch den dritten. Ich habe noch den zweiten und den dritten. Ah ja, richtig, weil es nur eine Reaktion ist. Genau. 47 treffe ich mit der Axt. Zum ersten Mal. 93 nicht pariert. Okay, dann schauen wir doch mal. Also das war der erste. Ich möchte den zweiten gucken, ob das... 20 DS, wie viel? Durchschlag 3. Gut, dann kommt der dritte Angriff. Der trifft leider wieder nicht. Gut, dann habe ich aber noch zwei Angriffe. 27 getroffen. Ich mache gleich den nächsten Angriff. Ja, ich gucke mal, ob ich den ersten parieren kann. Den ersten treffe ich, den zweiten treffe ich nicht. Ja, dann mach Schaden. So, er machte mit seinen Klauen, Sensenklauen, 1W10 plus 14. Das ist doch schon mal Schaden, der gut ist. 4, oh Gott, 10. Das sind 24 DS3. 24 DS3, ich habe sogar reißend, ich durfte sogar nochmal, aber... 21 habe ich insgesamt gehabt, also von daher. Also 21 minus 9. Ja, das ist dann definitiv deutlich niedriger schon. Gut, das sieht doch gut aus. Dann hackt er dir seine Sense in die Schulter und du spürst, wie eine von deinen drei Lungen durchbohrt wird. Es gibt ein fiependes Geräusch, als er die Sense wieder nach oben zieht und du spürst, wie Luft aus deiner Lunge entweicht. Dann nächste Kampfrunde, Octavius, 13.